Also, herzlich willkommen heute zum Webinar von Active Trades am 15. Juni 2023. Zeit vergeht schon wieder quasi. Das klingelt bei mir. Wie kann ich das ausmachen? Moment. Das brauchen wir mal nicht. Moment. Dass nicht gleich nochmal klingelt. So, das ist natürlich genau der richtige Moment, wo man einen Anruf bekommt. Herzlich willkommen zum Webinar heute. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema rausgesucht, Generative AI und Trading. Fand ich, ist ein Thema, das natürlich jetzt gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Und da war natürlich interessant, die Frage schon mal zu stellen, was für einen Einfluss hat das ganze Thema auf das Thema Trading? Habe das ja so ein bisschen provokant Revolution genannt in der Überschrift für das Webinar heute. Und grundsätzlich ist es das auf jeden Fall. Ja, also wir sind hier wirklich an einer sehr interessanten Stelle. Es ist noch nichts perfekt, ja, was Gen AI betrifft. Aber alle fragen sich im Moment in vielen Bereichen, wie kann ich das für mich handhabbar machen? Und was wir immer in den Webinaren machen, wir versuchen ja immer zu demystifizieren und Klarheit zu schaffen. Also das ist mir erstmal ganz wichtig, dass wir das ganze Thema einordnen. Und dann würde ich Ihnen ganz gerne zeigen, quasi ganz praktisch, wo ich denn Anknüpfungspunkte sehe für das Thema Trading. Also wirklich auch ganz konkret im CFD-Bereich. Und ich habe, denke mal, das Thema ist so groß, dass ich das jetzt über zwei Webinar-Termine strecke. Und nochmal im nächsten Monat haben wir nochmal einen Termin zu dem Thema. Und ich glaube, das ist aber auch wert. Ja. Und ich glaube, das Thema wird uns noch längere Zeit begleiten. Und ich denke mal, jetzt ist so auch für mich jetzt was Neues, ja, und habe mich da jetzt sehr reingekniet in den letzten Wochen und Monaten, dass ich Ihnen hier auch was bieten kann. Aber ich denke, das Umfeld ist so dynamisch und so schnell, dass sich quasi da andauernd neue Sachen ergeben und deswegen wird sich da auch noch weiter Gesprächsbedarf ergeben. Grundsätzlich nur von der Einordnung natürlich, wir sind in einem regulierten Feld unterwegs, der CFD-Handel unterliegt der Regulierung. Deswegen bitte schauen Sie sich den Risikohinweis an. Und wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie direkt die kompetenten Damen und Herren von Active Trades an. Zu meiner Vorstellung, vielleicht die einen oder anderen, die mich noch nicht kennen. Malte Kaup ist mein Name. Ich bin in London stationiert. Das hat viele Vorteile, weil man hat hier in Zukunft auch auf den institutionellen Markt und ist sehr viel Knowledge und Wissen hier vorhanden. Und das Thema Generative AI und alles, was da dran hängt, wird auch im Moment sehr, sehr heiß, auch im professionellen, institutionellen Bereich diskutiert. Ja, also da wollen wir hier mal auch diese Erkenntnisse, die ich jetzt auch mit anderen Tradern und anderen im Prop- oder institutionellen Bereich, die ich so gesehen habe, das würde ich dann ganz gerne reinbringen. Auch ein paar, sicherlich auch ein paar Warnhinweise. Ja, es gibt auch das ein oder andere, was man jetzt schon gesehen hat, wo man denkt, da werden jetzt Türen geöffnet zu Möglichkeiten, die wir in der Vergangenheit so noch nicht gesehen haben. Insofern, das soll auch noch Thema des Vortrags hier sein. Wir haben hier so eine Chat-Funktionalität. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil ich habe jetzt wirklich einiges an Technologie hier auf meinen Computer aufgeladen, was ich Ihnen zeigen will. Das ist also auch handhabbar, praktisch machen, ob das jetzt Chat-GPT ist oder auch Auto-GPT oder die Trading-Analyse bei MetaTrader. Und das Programmierportal bei MetaTrader habe ich jetzt soweit alles offen. Insofern sagen Sie mir, falls irgendwie es Tonausfälle gibt oder sonst irgendwas, vielleicht ist der Rechner überlastet, dann müsste ich quasi vielleicht das eine oder andere zurückfahren. Ansonsten, wie gesagt, gibt es diese Chat-Funktionalität. Das dauert immer einen Moment, weil ich muss das dann aufrufen, quasi das Chatfenster und sehe, ja, es kam so eine Frage, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, das gibt eine Aufzeichnung. Der Chris von Active Trades ist hier mit eingeloggt und stellt sicher, dass die Aufzeichnung, die ich gerade aktiviert habe, dass die dann auch ins Archiv kommt und auch für Sie verfügbar ist. Ja, also wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, können Sie gerne hier mit einbringen. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich es immer sehe. Gerade heute, weil ich wirklich sehr viel Fenster offen habe. Und ich will auch nicht, dass es bei Ihnen die Sicht überlagert, weil das manchmal vielleicht passiert. So, man muss sich das jetzt hier, was GoToMeeting macht, alles mal ein bisschen zumachen. Also, wie gesagt, wagen wir uns zusammen auf Neuland und lassen wir uns drauf ein, auf das Thema Generative AI. Und erstmal die Frage, ist das die Zukunft? Ja und nein. Also es ist auf jeden Fall
durch Generative AI und ich will das gleich mal einordnen, was das eigentlich bedeutet. Das ist dann auch gut, das ist eigentlich eine gute Frage mit dem Archiv. Das ist vielleicht auch gut, das einmal im Archiv dann zu haben, dann hat man immer noch so einen Referenzpunkt. Ja, und ich glaube, dass halt dadurch, dass man jetzt sehr viel mehr mit diesem Generative AI, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, dass man damit sehr viel intuitiver umgehen kann. Also Mensch, Texteingabe, Sie können aber auch ohne Probleme das an Spracheingabe knüpfen, ja. Da ist natürlich sehr viel einfacher möglich, mit diesem wirklich ausgefeilten Modell zu arbeiten und die Möglichkeiten zu nutzen. Also das ist schon mal was ganz anderes, ja, dass man da zum Beispiel, und das werde ich dann gleich auch am Beispiel ganz konkret machen, wenn Sie zum Beispiel was programmieren wollen, haben aber keine Programmierkenntnisse, wie ich auch, ja, ich bin da allerhöchstens ein Anfänger. Und das bedeutet dann, über dieses Generative AI können Sie mit dem Portal, welches auch immer Sie nutzen, können Sie quasi im Dialog treten und dann kann ich Ihnen auch was programmieren. Was ich zum Beispiel schon mal gemerkt habe, ich will mal eine Sache vorwegnehmen, es kommt halt sehr viel mehr dann auch darauf an, dass man dann auch sehr präzise die Anfrage stellt. Das ist gar nicht so trivial, ja. Wer schon mal eine Trainingsstrategie ganz klar definiert hat, vielleicht mal mit einem Programmierer zusammengearbeitet hat, der weiß, wie schwer das ist, ja, weil je mehr man, also wenn man irgendwo Grauzonen zulässt, dann weiß auch der Computer nicht, was er damit machen soll. Also man muss es sehr viel Disziplin erfordert, dann auch sehr, sehr klar zu artikulieren, was man will. Man kann aber auch mit der Technologie so iterativ arbeiten. Ja, das will ich Ihnen auch zeigen. Und da ist schon mal das Stichwort AutoGPT. Also ist einiges heute drin an Inhalten. Ich glaube, es ist mehr, als wir schaffen können in einer Stunde. Deswegen auch, wie gesagt, das zweite Webinar, das ich zu dem Thema noch aufgesetzt habe. Ich fand, wir haben übrigens auch nebenbei noch ein paar interessante Bewegungen an den Märkten gehabt. Euro ist Dollar, Pfund ist Dollar. Und da sollten wir am Schluss noch ein paar Minuten Zeit haben, kann ich gerne auch noch mal auf die Charts eingehen. Das Bild, was ich Ihnen hier zeige, schon mal auch quasi als Kontext, das ist auch mit Generative AI generiert. Da habe ich einfach textbasiert gesagt. Ich hätte gerne einen Trader in einem Trading-Bildschirm und das Ganze soll in einem Comic-Style gezeichnet werden. Ja? Und dann hat er mir ein paar Bilder zur Auswahl gegeben und ich habe jetzt einfach mal dieses Bild hier reingemacht und hätte ich meine Anfrage noch verfeinert. Da hätte er mir sicherlich auch noch andere Sachen gebracht. Aber das fand ich schon mal ganz beeindruckend. Also das ist das Bild ist komplett textbasiert erstellt worden. Ich habe dem Computer einfach gesagt, erstell mir dies und das und jedes Bild. Können wir auch gerne gleich mal zusammen machen. Und dann hat er mir hier Computer generiert, diese Bilder erstellt. Und da später komme ich nochmal drauf zurück. Da gibt es auch Probleme gerade bei dem Thema, weil man kann ja auch sehr viel Unsinn damit treiben. Aber wie gesagt, später dazu mehr. Erstmal ein bisschen, wie es sich gehört, ein bisschen Einordnung, Einführung, die künstliche Intelligenz, AI. Ich werde es immer KI, AI, ich werde es immer mal verwenden. Es ist das Gleiche damit gemeint. KI ist einfach das Deutsche und AI ist das Artificial Intelligence ist das Englische. Also was haben wir dabei? Wir wollen bei der künstlichen Intelligenz einfach imitieren, was die menschliche Intelligenz hat. Ja, und dann natürlich gibt es da Limitierungen, aber die Computertechnologie ist dadurch, dass einfach die Prozessorleistung auch immer weiter nach vorne gegangen ist, also dass wir immer mehr Prozessorleistung haben, kann man auch sehr viel mehr machen, als man das früher in der Vergangenheit machen konnte. Und dann ergeben sich auch sehr viel mehr Anwendungsmöglichkeiten. Sie alle haben schon mit KI oder mit AI zu tun gehabt, wenn Sie ein Mobiltelefon haben, unter Siri oder bei Android gibt es ja ein anderes System, Cortana ist es, glaube ich, nutzen. Das ist schon mal was AI-basiert ist. Alexa, wer es zu Hause hat, also wirklich versucht zu vermeiden, aber ich kenne viele, die das haben. Da kann man sprachbasiert mit Alexa umgehen und Alexa wird darauf reagieren. Da ja, muss man natürlich auch aufpassen, was man sagt. Oder wenn Sie bei manchen Webseiten hat man so einen Chatbot, die sind üblicherweise gar nicht schlecht, muss ich sogar zugeben, ob das jetzt bei Amazon ist oder bei anderen Firmen, dass man da einen Chatbot hat, mit dem man üblicherweise so die einfachen Fragen mal schon direkt wegarbeiten kann, ohne dass man jetzt irgendwie mit einem Menschen sprechen muss. Das ist üblicherweise auch etwas, was in die richtige künstliche Intelligenz eingeordnet wird. Was wir oft sehen, ist, dass halt
Oft ist viel Automatisierung, also einfach ganz strukturierte Algorithmen, die da ablaufen mit einer kleinen Schicht Artificial Intelligence oben drüber. Aber was AI kann, ist einfach immer mehr. Und auch die Limitierungen, die vielleicht noch vor ein paar Wochen gegolten haben, die werden wirklich Stück für Stück werden die eliminiert. Und insofern wird die ganze Technik leistungsstärker. Ich schau mal. Kann man ohne Bedenken, also ich lese jetzt vor, was eine Frage kommt, kann man ohne Bedenken ChatGPT downloaden und dann kostenlos damit arbeiten? Also erstmal, wir kommen auf ChatGPT zurück, wir auf jeden Fall diese Frage dann auch nochmal aufgreifen, aber schon mal eins vorweg, ChatGPT als sich ist quasi etwas, was man nicht downloaden kann und da gibt es da auch Bedenken, was Daten betrifft zum Beispiel. Sie können mit der ChatGPT, das zeige ich Ihnen gleich auch noch, mit dem Interface können Sie agieren. Das ist alles im Browser und Sie schicken dann aber Ihre Daten ins System. Der macht dann, was er eben auch immer macht und schickt seine Antwort zurück. Also Sie können nicht lokal auf Ihrem Rechner offline, sagen wir mal so, ChatGPT verwenden. Und da kann man schon eine Bedenken sehen. Also wenn man sensitive Daten, wenn Sie zum Beispiel eine Bank sind, dann würden Sie vielleicht nicht ChatGPT einfach so verwenden wollen, weil da vielleicht Kundendaten drin sind. Ja, und die wird man natürlich nicht einfach so über so eine Schnittstelle, die man auch API nennt, gerne raushauen wollen. Und dann denken natürlich jetzt viele drüber nach, gibt es da über Cloud, Azure oder so, also Microsoft, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, da einen Rahmen, um diese ChatGPT-Technologie zu schaffen? Da sind wir aber auch noch am Anfang. Guck mal, da kam eben noch eine Frage rein. Kann ich das später in YouTube anschauen? Ja, meines Wissens schon. Das geht ins Archiv und ich glaube, Archiv heißt, das ist dann so ein nicht öffentlicher Link auf YouTube, glaube ich, üblicherweise. Ja, können Sie auch gerne später im Archiv anschauen. Also noch ein bisschen Text und dann, wie gesagt, gehen wir ganz rein in die Plattform und spielen ein bisschen mit der ChatGPT-Plattform auch mal rum und beziehen das dann natürlich dann auch aufs Trading. Also was ist maschinelles Lernen ist eine Form der künstlichen Intelligenz und grundsätzlich geht es darum, in der Vergangenheit ging es immer primär darum, irgendwelche Muster zu erkennen, ja. Und aus diesen Datenmustern, oft auch unter menschlicher Aufsicht, dann halt gewisse Ableitungen vornehmen zu können und dass man diese Muster dann wieder irgendwo wiederfinden kann. Ich habe da später auch noch ein Beispiel dazu. Ein Problem ist, dass die Datenmengen halt immer exponentiell wachsen. Da gibt es ja auch Erhebungen dazu, quasi wie schnell diese Datenvolumen anwachsen. Und gerade sowas wie jetzt ChatGPT oder diese ganze Generative AI-Thematik, die führt natürlich nochmal dazu, dass in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit nochmal neue Daten generiert werden, ja, weil die Maschinen jetzt halt da richtig wie ein Turbo agieren und sie mit der Maschine nur reden müssen und die einfach dann übers Internet oder andere Datenbanken oder über ihr Modell, das dem GPT oder anderen Gen-AI-Modellen innelegt, dann einfach Informationen generiert. Das heißt einfach, da wird so unglaublich viele Daten generiert und die werden dann halt auch in der Erinnerung des Internets oder Erinnerung dieser Machine Learning-Systeme werden die abgelegt und der Gedanke ist, dass diese Systeme dadurch auch lernen und immer besser werden. Ja? Also Datenmengen werden immer mehr, Prozessorkapazität, Speicherkapazität wird auch immer mehr und deswegen ergeben sich dadurch sehr viele neue Anwendungsmöglichkeiten. Einmal kurz zurückgeguckt in die Vergangenheit, wo kommt das Ganze her? Habe es nicht erfunden, sondern habe mich da auch nur belesen. Man geht zurück auf die statistischen Modelle, die man 18. bis 19. bis 20. Jahrhundert entwickelt hat. Da kommt vieles her. Es kommt ja gerade bei diesem ChatGPT. Das ganze Modell basiert ja auf der Idee, dass ich, wenn ich quasi 100 Mal, 1000 Mal, 1 Million Mal einen Satz gehört habe, dann kann ich, wenn ich die Hälfte von dem Satz gehört habe, vielleicht schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was sind denn die nächsten Wörter oder wenn man ein Wort nur rausnimmt, dann kann ich basierend auf der Datenmenge, die ich habe, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was ist denn das fehlende Wort. Ja, und da kommen die ganzen statistischen Modelle rein und dann kann man automatisiert priorisieren, was für Informationen da eben geliefert werden sollen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie hochwertig mittlerweile der Output ist, den einem ChatGPT oder andere Modelle da auch liefern. Dann geht es eben weiter. Dann gab es halt in den 30er, 40er Jahren kam das Thema Informatik auf, damals eher noch theoretisch, aber da wurden die
Grundsteine gelegt und dann, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, angefangen 70er Jahre und natürlich jetzt immer mehr, wurde halt Rechenkapazität erhöht und man hat ja früher noch, kennen Sie das vielleicht noch, hat man Rechenzentren gehabt, die haben ganze Gebäude gefüllt, ja, oder wenn man in eine Buchhaltungstechnologie von IBM hatte, die hat auch einen ganzen Serverraum gefüllt, ja, und heute kann das ein kleiner Rechner machen. Also da ist unglaublich viel mehr Kapazität da und ich hatte als Beispiel mal jetzt hier eingeführt, in der Vergangenheit hätte das Machine Learning Modell einfach versucht, zum Beispiel, wenn man jetzt mal sagt, ich will einen süßen Hund finden, ja, dann würde das versuchen, man könnte dem beibringen, so sieht ein süßer Hund aus, ja, überwacht beibringen und dann würde der rausgehen und dann gebe ich dem, was weiß ich, 1000, 100.000, 1 Million Bilder und dann sucht er mir die süßen Hunde da, basierend auf dem, was er denkt, wie so ein süßer Hund aussieht. Er denkt da nicht nach, sondern der hat da die Vorgabe. Während jetzt aber das Generative AI, das generative Element dabei, ja, ist halt wirklich in der Lage, dass ich jetzt umgekehrt auch nicht nur abfragen kann, finde mir den süßen Hund in den 1 Million Bildern, sondern da kann ich sagen, okay, du weißt ja, wie so ein süßer Hund aussieht, nimm den süßen Hund und baue noch dies und das dazu und generiere mir ein Bild, ja. Und dann habe ich mal die Tage, habe ich dann das tatsächlich dann auch mal mit meiner Tochter ausprobiert und das will ich Ihnen gleich zeigen als ein Beispiel. Dann können wir vielleicht mal ein bisschen in die Plattform reingehen. Also wenn Sie sich bei OpenAI einloggen, das ist also eins dieser Generative AI-Modelle. Es gibt noch andere. Es gibt auch noch von, wie ist es? Google gibt das Bard-Modell und andere haben noch andere Modelle. Also OpenAI ist eins, aber sicherlich das im Moment am weitest verbreiteten, die schnellst wachsende Plattform der Welt. Wenn Sie sich da einloggen, sehen Sie drei Portale. Einmal sehen Sie da ChatGPT, dann sehen Sie DALL-E und dann API. Also was ist das? ChatGPT ist das, was man sicherlich jetzt schon am meisten gehört hat. Das ist also wirklich eine Abfrage, wie man es vielleicht auch von Google kennt, ein Abfrageportal, mit dem Sie dann mit ChatGPT reden können oder typen können, sprechen, also eingeben können, was Sie mit ChatGPT, was Sie dem für eine Aufgabe geben wollen, und dann agiert er mit Ihnen und Sie können dann basierend darauf Ihre Anfragen verfeinern, richtig diskutieren. DALL-E ist eine Plattform, wo man eben Bilder erstellen kann, basierend auf Text. Ja, können wir auch gleich mal uns praktisch anschauen. Und API, das ist eine ganz interessante Geschichte. API ist ja nichts anderes wie die Schnittstelle rein, eine automatisierte Schnittstelle rein in diese ganze ChatGPT-Technologie. Das ist ganz interessant, weil hier kann man, und da zeige ich Ihnen später nochmal AutoGPT, da kann man dann anfangen, der Plattform richtig viele Aufgaben zu geben und muss nicht nach jedes Mal irgendwas Neues tippen, sondern kann sagen, hier, erörter mal ein komplexes Problem für mich. Da kann die Technologie erstmal definieren, wie man das Problem angeht und kann dann Schritt für Schritt versuchen, das Problem abzuarbeiten. Und ich kann dann steuern, wie viel ich da dabei sein will oder wie wenig ich dabei sein will, was hoffentlich, vermutlich jetzt würde ich Sie noch ein bisschen abstrakt klingt, ist hoffentlich bis zum Ende des Webinars noch deutlich klarer. Also das ist diese API-Thematik. Also ich hatte meine Tochter mal gegeben, gib mir mal was vor als Text und dann hat sie gesagt, ich will einen Hund haben, der soll ein Astronaut sein und der soll in einem Brioche-Burger-Brötchen sein. Ja, habe ich mal eingegeben und dann hat das System nicht lange nachgedacht, vielleicht 5 Sekunden nachgedacht, 10 Sekunden leicht und hat mir dann mehrere Bilder gegeben und eins davon war dann dieses Bild, was das System erstellt hat. Und hat dann einfach in der Tat einen Hund generiert, auf dem Datenbasis, wo er denkt halt, wie so ein Hund aussieht, hat ein Burgerbrötchen oben drauf gesetzt und den Hund in eine Astronautenuniform gesteckt, in einen Astronautenanzug angesteckt. Und nochmal, das ist jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie vorbestehende Bilder genommen hat und die da zusammengefügt hat, sondern hat wirklich rein neu, basierend auf seinem Wissen, wie sieht eins, wie sieht zwei, wie sieht drei aus? Hat er das übereinander gelegt und hat eben dieses Bild dann neu kreiert. Kurz gucken, ob noch Kommentare und Fragen. Wie heißt nochmal die KI für die Bilder? Hatte ich auf der Seite vorher hier DALL-E. Aber es gibt auch andere, ja. Ich bin da nicht irgendwie jetzt, will da irgendwas verkaufen, habe da auch keinen Cut dran. Aber jetzt hier, was das OpenAI-Beispiel ist, ist es eben das hier, ja. Und ich kann es Ihnen mal zeigen. Sehen, ich habe einiges offen. Hier habe ich die. Ah, ich bin dran vorbei.
Hier habe ich das mal offen. Also wenn Sie jetzt hier auf DALL-E klicken, und hoffentlich bricht der mir hier nicht zusammen, weil ich zu viel jetzt hier gerade versuche. Und dann kann ich jetzt hier einen beliebigen Text eingeben. Was weiß ich, es fällt mir natürlich nichts ein. Trading Chart in machen wir mal auf Futuristic Trading Chart in Space with Rocket, oder immer, ja. Also Trading Chart im Weltall mit einer Rakete. Ja, kann man sicherlich bessere abfragen. War ich jetzt vielleicht nicht besonders kreativ, aber jetzt nimmt er das, denkt drüber nach, ja, und hat mir jetzt hier einfach vier Bilder erstellt. Und ich denke mal, er hat meine Aufgabe erfüllt. Ja, er hat in der Tat, er hatte ein stilisiertes Trading Chart hier gemacht. Nehmen wir jetzt mal das erste hoch, hat eine Rakete mit drauf gemacht und hat das Ganze ins Weltall gepackt. Ja, und da ist wirklich der ganzen Sache keine Grenzen gesetzt. Sie sehen ja, ich habe hier rechts ein bisschen ausprobiert schon mal. Und man kann auch sehen, was andere gemacht haben. Also wirklich unglaublich, was man hier erstellen kann. Der ganze Sachen sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Also schon mal diese Geschichte. Sie sehen hier, ich hatte auch mal zum Spaß, das hatte ich hier gesagt. Das war, glaube ich, auch meine Tochter, die auf die Idee kam, hier eine Meerkat in einer Wassermelone in Zentral-London. Ja, hat er diese Bild erstellt. Also man kann halt wirklich ganz, ganz anders mit diesem Tool umgehen. Und er sucht jetzt nicht in einer vorhandenen Datenbank, ich sag's nochmal, in einer vorhandenen Datenbank nach Bildern, sondern er generiert diese Dinge komplett neu. Ja. Und das ist, kann auch, vielleicht an der Stelle bleibe ich mal kurz bei dem Thema, gehe nochmal kurz zu den Folien, dann nehme ich mal ein Thema hoch. Das kann auch problematisch sein. Und zwar haben Sie vielleicht dieses Bild hier mitbekommen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Und zwar Sie können ja auch einfach dann sagen, hier, neben eine Explosion und pack ein Gebäude dazu, das aussieht wie in Amerika. Also dieses Bild wurde komplett mit Artificial Intelligence genauso wie eben mit dieser Plattform einfach erstellt. Das muss man sich vorstellen. Es geht ganz einfach. Sie spielen da ein bisschen mit rum. In 10 Minuten haben Sie so ein Bild erstellt. Und jetzt extra noch dieses X durchgemacht, dass es auf keinen Fall irgendwie falsch interpretiert wird. Und dann hat dann ein Twitter-Account, der auch, man kann sich ja diese blauen Ticks da mittlerweile kaufen, ja, der hat dann gepostet, hier eine Explosion wurde im Pentagon, hat im Pentagon stattgefunden, ja. Und dann wurde das geretweetet von Russia Today, war, glaube ich, ist da so ein beliebtes Portal bei vielen. Und der ein oder andere, der auch so einen blauen Tick haben, haben das dann gerepostet. Und auf einmal war das dann so, dass der Markt reagiert hat. Dann wirklich, man hat nur dieses eine Bild gehabt. Der Markt war aber sehr nervös gewesen. Und in Amerika, der Dow Jones und der S&P 500 hat reagiert und ist in der Tat runtergegangen. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis dann wirklich die Medienagenturen da sehr hart dagegen gegangen sind und haben gesagt, nee, hey Leute, es gibt hier nur dieses eine Bild. Im Hintergrund ist es nicht mal das Pentagon. Und Leute, die dann auch eine Zeit haben oder clever sind, haben dann auch noch genauer geguckt, dass mit diesem Zaun macht gar keinen Sinn, der verändert ja seine Farbe, sieht aus, als würde er auf der einen Seite ist, glaube ich, so wie so ein Absperrzaun und dann ist es auf der anderen Seite, ist es ein fester Zaun. Also man hat ein bisschen genauer hingeguckt und hat dann sehr schnell festgestellt, es ist nicht mal das Pentagon, es gibt nur dieses einzige Bild, und Leute, die am Pentagon sind, können das nicht validieren, ja. Und aber nichtsdestotrotz, der Markt war sehr schnell nervös, hat reagiert und ist nach unten gegangen. Das ist natürlich problematisch, also Kombination aus, es ist recht einfach, solche Fake-Bilder halt zu generieren und über Social Media auch sehr einfach, die dann rauszupushen. Und wenn man das geschickt macht und halt sehr viel Momentum da drin hat und vielleicht noch die ein oder andere credible Resource hat an der Stelle, oder Source hat, also die wahrgenommen wird als eine Quelle, der man vertrauen kann. Dann ist sowas ganz gefährlich. Ja. Also insofern, bitte seien Sie bei sowas quasi auch auf der Hut. Und das kann ich jetzt nicht nur auf den Markt beziehen. Ich kann Ihnen zum Beispiel auch sagen, es gibt ja, wir müssen jetzt hier auch ein bisschen ausscheren, können jetzt nicht nur am Trading bleiben, weil die erschreckenden Themen gehen auch in andere Bereiche. Zum Beispiel haben Sie es vielleicht auch mitbekommen, dass diese AI-Thematik auch mittlerweile verwendet wird von Betrügern. Gibt es ja diesen Enkeltrick. Ja, man muss anscheinend
braucht man nur von ihrer Stimme, braucht man nur 5 bis 10 Sekunden Schnipsel. Und dann kann man schon ihre Stimme, wenn sie genug gesprochen haben, imitieren am Computer. Und da gibt es ja diesen quasi Enkeltrick, dass dann quasi angerufen wird und ihre Stimme oder die Stimme vom Kind dann halt kommt dann und sagt dann, hey, Oma, Opa, ich hab hier ein Problem, kannst du mir schnell 100 € überweisen, ja? Und was noch verrückter ist, ist dann, dass das nächste kommt, ist dann ein Videocall, wo dann über Deepfake dann auch noch, weil man vielleicht 2, 3 Bilder von der Person hat, kann man auch noch das Gesicht der Person dann darstellen. Und dann ist es natürlich für jemand, der auch emotional da mitgenommen wird in so einer Situation, unheimlich schwierig zu erkennen, dass er gerade reingelegt wird. Also da sind leider halt auch der Betrügerei hier neue Tür und Toren geöffnet. Ich glaube, es war noch Kommentar. Weiß nicht, ob andere Probleme mit dem Ton haben. Wenn nicht, dann muss ich ein paar Applikationen runterfahren. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe im Moment ziemlich viel am Laufen. Vielleicht war das auch ausgelöst durch das ChatGPT, was ich da verwendet habe, oder das DALL-E. Okay, alles klar. Super, danke für die Bestätigung. Also 4, 5 Bestätigungen gleich, der Ton ist okay. Dann ist vielleicht bei Ihnen der Fall, gucken Sie, dass Sie vielleicht ein paar Applikationen runterfahren. Aber kenne ich das Problem zu Genüge. Also hier gehen wir mal in ChatGPT rein. Und hoffentlich geht mein Rechner hier nicht in die Knie. Und ich habe mir so eine Lizenz geholt für GPT. Dann sehen Sie hier zum Beispiel hier oben ChatGPT 3.5. Und ChatGPT 4. Also es sind verschiedene Modelle, die man hier verwenden kann. Was vielleicht den meisten bekannt ist, ist eben dieses ChatGPT 3 oder 3,5er Modell. Und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, das ist noch alles nicht perfekt. Ja, also man hat da gute Erfahrungen, aber manchmal ist man auch sehr enttäuscht, muss ich sagen, was da rauskommt. Aber muss auch zugeben, es hängt viel von der Abfrage ab, dass wir hier eine sinnvolle Abfrage auch machen. Ja. Wenn man eine schlechte Frage stellt, kriegt man eine schlechte Antwort nach dem Motto. GPT 4, und da kommen wir gleich dann auch drauf hin zurück, ist ein gewaltiger Schritt nach vorne und heilt auch einige Probleme, die wir bei GPT 3,5 noch haben. Aber nehmen wir erstmal GPT 3,5. Natürlich alles auf Englisch, aber auch da könnten Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich bin im Englischen nicht gewachsen, kann man Übersetzungssoftware verwenden, gibt es ja genug Tools, kostenlos. Will jetzt keine Werbung für einzelne Tools machen, kann was übersetzen, kann ChatGPT das vorgeben, nimmt die Antwort und packt die wieder in das Übersetzungstool und schon haben Sie es in Deutsch oder jede andere Sprache, wie Sie haben wollen. Also Sprache ist wirklich nicht mehr die Barriere. Das mache ich mal. Was zum Beispiel, can you help me understand how to daytrade CFDs and especially the stock indices and currencies. Also, was habe ich gesagt? Auf Englisch, kannst du mir Tipps geben, wie ich am besten daytrade? Ich frage jetzt einfach mal ganz breit. Ja? Und schon legt das Ding los. Affengeschwindigkeit und sagt, hier, ich habe, wie macht er? Hat generiert 9 Punkte, wo er mir empfiehlt, wie CFD Daytrading funktioniert. Such dir erstmal einen guten Broker aus. Ja, hoffen wir mal, dass wir bei Active Trades an der richtigen Stelle sind. Das ist ein regulierter Broker. Verstehe Leverage und Margin. Muss ich sagen, hat er recht. Conduct Thorough Research, also mach deine Hausaufgaben. Und deswegen sind wir vielleicht auch jetzt alle hier, dass wir im Webinar, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Technische Analyse, entwickle eine Trading-Strategie, Risikomanagement, monitore deine Trades, bleib aktuell bei Market News, lerne und adaptiere dich. Also sicherlich jetzt nicht das perfekte Trading-Buch, aber schon mal 9 gute Tipps, die ich alle unterschreiben könnte, ja. Man muss natürlich auch verstehen, das Tool ist nur so clever wie die Information, die in dem Tool drinsteckt, ja. Insofern werden wir jetzt hier erstmal mit so einer einfachen Abfrage jetzt nicht irgendwie so die revolutionäre Nische entdecken, ja, beim Trading, die es uns jetzt erlaubt, mit hoher Garantie, super reich und profitabel zu werden.
Aber was mir schon mal gut gefällt, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ist, und Sie können bessere Abfragen machen, als ich es jetzt schnell gemacht habe, Sie können schon mal sehr gut diese Technologie nutzen, um ein Problem zu strukturieren. Und das ist oft schon die halbe Miete, ja, dass wir wissen, wie wir an ein Problem herangehen. Und dann können Sie darauf aufbauen, können Sie Ihre Abfragen verfeinern. Ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, was machen wir hier? Technical Analysis hat mir jetzt gefallen und dann sage ich einfach, tell me more about technical analysis and the most important indicators. Also sag mir mehr zu technischer Analyse und was sind die wichtigsten Indikatoren. Und es liegt jetzt auch daran, dass ich hier so eine Bezahllizenz habe. Ist halt unheimlich schnell auch in der Antwort drin. Ich gehe mal auch davon aus, sind wir ehrlich, bin ich der Erste, der in diesem Modell gerade diese Frage gestellt hat. Insofern weiß er dann auch schon, was er antworten wird und die Antworten werden schon immer besser werden. Also was sagt er mir hier? Geht auf Trendlinien, Unterstützung und Widerstand, gleitende Durchschnitte, unterteilt gleitende Durchschnitte in verschiedene Arten von gleichen Durchschnitten, Relative Strength Indicator, MACD Indikator, Bollinger Bänder, Fibonacci Retracement. Und dann kann ich immer so weitergehen und kann sagen, hier, tell me more about Fibonacci. Und so kann ich den Dialog mit ihm führen. Und dann geht er dann, wo auch immer ich will, tiefer ins Thema rein. Sie sehen, er definiert jetzt erstmal, was ist Fibonacci mit der Zahlenreihe. Und dann sagt er mir, was sind die wichtigsten Fibonacci-Werte. Ich muss sagen, das sind genau die Werte. Ich bin jetzt kein Fan von den ersten beiden, aber bei mir im Webinar werden Sie immer gehört haben, ich rede immer über die 50, 61,8 und die 78,6. Und ich sage auch immer, die 50% ist keine Fibonacci-Nummer, es ist aber trotzdem wichtig. Insofern schon ganz beeindruckend, wie schnell er mir hier einen richtig guten Research zu dem Thema abliefert. Ich schaue noch mal kurz zu meinem Kommentar. Okay, Sie können auch Deutsch eingeben, kann der selber. Ja, wunderbar, kann er auch. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht mal versucht, Deutsch einzugeben. Machen wir mal. Was ist die beste Handelsstrategie für Euro-US-Dollar? Mag er garantiert nicht die Frage. Er kann sogar Deutsch. Habe ich noch nicht mal überhaupt probiert. Okay. Ja, ist ja ein Sprachmodell. Natürlich kann der Sprachen. Hätte man ja mal drauf kommen können. Dann kann der da auch jede andere Sprache. Ja, das ist das ja schon wieder beeindruckende bei der ganzen Geschichte. Also insofern haben wir auch noch Deutsch mit drin. Was jetzt zum Beispiel eine Limitierung ist von dem ChatGPT, ist dieses Modell des 3,5er. Das hat jetzt aktuell keine Information. Das quasi dieses Modell schneidet ab einem gewissen Punkt ab. Also ich mache mal ein Beispiel. Jetzt ab jetzt nur noch Deutsch. Gib mir eine Analyse vom Euro-US-Dollar heute. Ja, ich vermute mal, da wird er jetzt dann meckern. Und dann sagt er, als KI-Modell habe ich keinen Zugriff auf Echtzeitdaten und kann hier daher keine aktuellen Analysen des Euro-US-Dollar liefern. Mein Wissen ist auf Informationen bis zum September 2021 begrenzt. Ja, um eine aktuelle Analyse empfehle ich Ihnen eine professionelle Handelsplattform und so weiter und so weiter. Das ist natürlich ein Problem. Ja, wenn wir jetzt natürlich jetzt hier auf einmal sagen wollen, wir wollen wissen, zum Beispiel, was war jetzt die Zinsentscheidung bei der FED? Ja, wie hat die sich jetzt ausgewirkt auf die Märkte? Wie muss ich das Ganze sehen? Kann er nicht. Fehlen ihm die Daten. Das ist ja eine echte Limitierung. Also wir haben gesagt, okay, Einschätzung und Einordnung vom Problem, das ist schon mal eine ganz gute Geschichte, aber er kann mir jetzt bei der aktuellen Analyse nicht helfen. So, und da tut sich halt sehr viel. Und da mache ich jetzt mal einen neuen Chat auf und jetzt gehe ich auf GPT-4 rüber. GPT-4 hat andere Möglichkeiten, die das Dreiermodell nicht hat. Also Sie können zum Beispiel sehen Sie hier, Sie haben das Default-Modell. Und dann können Sie aber auch noch sagen, hier Browse with Bing ist in Beta-Version. Das heißt einfach, dass er sich der Suchmaschine bedient, ins Internet geht. Aber das können Sie im Grunde auch, ja. Also er geht quasi nicht anders, Google, macht er hier Bing, geht ins Internet, versucht eine relevante Webseite zu finden, liest die Information aus, die auf der Webseite ist
und bringt ihnen die Information zurück. Ja, dann machen wir vielleicht, probieren wir das mal aus. Und dann zeige ich Ihnen noch, was auch an Plugins noch verfügbar ist. Also, wie hat sich die aktuelle Zinsentscheidung der Fed auf die Märkte ausgewirkt? So, und was Sie sehen, was er jetzt macht, es macht auf einmal, sagt er hier, Browsing the Web. Und ich habe vorhin schon mal so eine ähnliche Analyse gemacht. Also selbst wenn er mir jetzt vielleicht hier ins Leere läuft, dann klappt das, habe ich dann noch was vorbereitet. Aber Sie sehen, er hat jetzt hier einen Link gefunden, klickt da drauf, NTV, ja, ist jetzt nichts Revolutionäres, aber er macht das eben alles automatisch und allein. Kann sein, wenn mir das nicht gefällt, kann ich auch sagen, schau woanders nach. Die Information gefällt mir nicht. Jetzt liest er im Moment gerade den Inhalt der Webseite. Ja, und dann bringt er mir die Information zurück. Jetzt sagt er, nee, hat mir jetzt nicht gefallen. Jetzt geht er hier noch auf was andere Webseiten. Er sucht jetzt halt also er ist immer noch auf NTV anscheinend unterwegs, aber er denkt nach und sucht immer noch nach der Information. Jetzt hat er irgendwelche Probleme. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gemacht in Englischen. Da hat er die Information ausgelesen und mir dann eine Antwort gegeben. Hier Fed Interest Rate Analysis. Ich gehe mal kurz auf das rüber, da kann der noch weiterdenken. Wo ist das jetzt hier? Ja, hier war's. Ja, da habe ich hier die gleiche Frage gestellt, auch hier mit dem Vierer-Modell. Da hat er da angefangen, im Internet zu suchen und dann hat er gesagt, hier war die aktuelle Entscheidung der Fed, wurde dann gemacht, das war die Auswirkung und so haben sich die Märkte bewegt und so hat sich das auf die, quasi so war die Erwartung der Märkte und, und. Also ein Riesenschritt nach vorne, dass wir jetzt auf einmal die Möglichkeit haben und wenn es nur über das Internet, über quasi alles, was Sie über das Internet abfragen können, dass Sie da schon mal auch auf diese Datenbasis Bezug nehmen können. Natürlich ist das alles, was hinter einer Paywall ist, wo Sie irgendwie eine Subskription dafür brauchen. Das kriegt man jetzt erstmal über die Suchmaschine noch nicht rein. Aber schon mal ein Riesenschritt nach vorne, wo man sagen kann, ich kann jetzt hier auch quasi das gesamte aktuelle Wissen des Internets, kann ich komplett auch mit in diese Generative AI-Thematik mit reinnehmen. Moment, ich muss mal gucken, dass ich bei den Fragen noch mitkomme. Okay, ich habe schon mehrfach versucht, Strategien damit zu arbeiten, aber der Prompt scheinbar nicht präzise genug gemacht. Habt ihr ein Beispiel für diesen guten Prompt? Also da kommen wir nochmal zurück auf das Thema. Mal gucken. Ich sehe schon, wir laufen ein bisschen durch die Zeit davon. Wie können wir die aktuellen Kurse reinkramen? Da komme ich nochmal drauf zurück. Wieso ist das bis September 2021 begrenzt? Ja, das ist einfach das Modell. Also das Modell ist da an der Stelle abgeschnitten. Bin mir sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nicht mehr das Problem ist und es wird dann wieder aktualisiert und es werden neue Informationen reingefüttert. Also ich meine, Grundstücke, die ich umarbeiten kann. Achso, ja, komme ich nochmal drauf zurück auf die Programmierung. Wie heißt die URL von GPT? Hier oben, chat.openai.com. Also da kommen Sie auf GPT mit T hinten. Und es gibt auch eine kostenlose Version. Ja, also gerade das 3.5er kann man kostenlos nutzen. Und das ist dann so, dass immer, wenn zu viel los ist, dann wird er die dann wird er die Abfragen begrenzen. Ja. Okay, da kam jetzt noch die Anfrage nach der Programmierfrage. Die ist natürlich sehr richtig. Wie kann man das zum ganzen Thema zum Programmieren nutzen? Und wer das noch nicht gesehen hat, wird sicherlich jetzt gleich überrascht sein. Wer das gesehen hat, kennt aber auch, ich sehe das schon an der Frage, die Problematik, so einfach ist das wieder alles nicht. Wir haben mal die richtige Frage gestellt. Also was meine ich damit? Wenn Sie jetzt zum Beispiel, Active Trades bietet ja den MetaTrader 4, MetaTrader 5 an. Ich glaube, TradingView kann man auch über MetaTrader an. Dem liegt ja auch eine Programmiersprache inne. Und ich mache es jetzt mal auf Englisch, dass ich auch jetzt nicht durcheinander komme. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt zum Beispiel so einen Indikator programmieren oder einen Expert Advisor, dann können wir das ohne Probleme hier anschieben. Ja, es ist nicht perfekt, aber ich zeige Ihnen mal, was ich damit meine. Also ich sage mal zum Beispiel, create an Indicator for MetaTrader 5
in MQL5 with moving average of 200. Create Code. Und das ist jetzt nicht die perfekte Abfrage, ja. Aber was er jetzt der Gute macht, Sie sehen, der legt sofort los und fängt an zu programmieren. Ja, also ich habe hier gesagt, bitte erstelle mir einen Indikator von MetaTrader 5 in MQL5 für einen gleitenden Durchschnitt von 200. Und dann legt er dann sofort los. Und jetzt habe ich auch mittlerweile so viel damit rumgespielt, dass ich jetzt auch anfange, ein bisschen Gefühl für diesen Code zu bekommen. Und dann hat er mir hier diesen MQL5-Code erstellt. Ja. Was ein bisschen schwierig ist, was ich gemerkt habe, ist, man muss schon ganz schön aufpassen. Der ist jetzt nicht so, der Code ist üblicherweise nicht perfekt. Üblicherweise generiert er einiges an erstmal an Fehlern. Was eine Frage, die man schon stellen kann, ist es wirklich der Code von MetaTrader 5? Is this really MQL5 Code? Und sehen Sie, was sagt er hier? Und er stellt jetzt was, ich schiebe es wieder hoch. Das ist was ich schon ein paar Mal gesehen habe. Und hier, ich habe gesagt, ist das wirklich MQL5 Code? Und dann sagt er mir, oh, Entschuldigung für die Konfusion. Ich habe MQL4 Code erstellt, keinen MQL5 Code erstellt. Nun sind wir vielleicht mal vermutlich alle hier im Raum nicht die Mega-Programmierer und hätten vielleicht den Unterschied nicht gekannt. Und dann hätte man dann ewig rumprobiert und Platz an der Kopf, das Ding funktioniert nicht. Ja. Insofern, was ich gelernt habe, um mal die Frage zu beantworten, ist, am besten fängt man wirklich an mit einer einfachen Anfrage, mit wirklich einer Anfrage, die sehr präzise ist und die sich dann jetzt, wenn man sagt, ich will jetzt eine Strategie testen mit zwei gleitenden Durchschnitten, dann erstmal versuchen, einen Indikator zu erstellen, der tatsächlich das auch macht, der plottet dann zwei gleitende Durchschnitte aufs Chart, weil je mehr Bedingungen Sie damit einführen, desto komplizierter wird die ganze Geschichte und da kann doch das Ganze doch recht fehleranfällig sein. Ganz praktisch sage ich Ihnen auch, wenn Sie absolut nicht weiterkommen mit der ganzen Geschichte, kann man auch für sehr wenig Geld, man kann den Code, man hat vielleicht noch 10 Fehler drin, die man absolut nicht rauskriegt, kann man über den Marktplatz bei nql5.com für wirklich sehr wenig Geld sich Programmierer organisieren. Möglicherweise kostet das wirklich geringen zweistelligen Euro-Bereich oder Dollar-Bereich, die einen so einen Code auch gerade ziehen können, dass der funktioniert. Ja, ist nicht, deswegen sage ich ja, das ist noch nicht perfekt. Ich habe den Eindruck, dass dieses ChatGPT-4-Modell besser ist darin, den Code zu erstellen. Also wie funktioniert sowas? Es hat jetzt hier einen Code erstellt für einen Indikator. Und sorry, es ist jetzt recht technisch. Und ich habe den jetzt einfach mal in die Zwischenablage kopiert, einfach nur vom Ablauf her. Dann gehen Sie in Ihren MetaTrader rein. In dem MetaTrader gibt es eine Plattform, den MetaQuotes Language Editor, wo man eben solche Skripte hier kompilieren kann, bearbeiten kann. Ja, ein paar Sachen raus, die nicht reingehören. Und da könnte man jetzt hier sagen, ich will ein neues Skript erstellen. Was habe ich gesagt? Es ist ein Indikator. Und ich nenne den jetzt mal Test. Und ich will den haben, dass er auf onCalculate den Indikator bringt. Die Frage hier soll der in einem separaten Fenster sein. Ist eigentlich alles egal, weil ich will einfach nur eine Seite aufmachen. Und dann kann ich anfangen, hier den Indikator hier aufzusetzen. Ja, oder den. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt hier, hören Sie, ich markiere das jetzt alles, nehme das Zeug raus und kopiere den Text aus der Zwischenablage, den Code aus der Zwischenablage mit rein. Ich vermute mal, der ist jetzt nicht ganz gerade. Kompiliere den und dann kann ich, sehe ich jetzt, weil hier sagt er mir 8 Errors, 8 Warnings, was übrigens ganz gut finde ich, funktioniert. Es ist übrigens, mittlerweile kenne ich schon die Fehlermeldungen, die da kommen. Ich nehme dann ganz gerne die Fehlermeldung und sage, ich kopiere die in die Zwischenablage. Gehe wieder zurück zu ChatGPT und sage hier Error Message. Und dann kopiere ich das rein und dann analysiert er meine Error Message, sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht.
Da habe ich den Code irgendwie falsch initialisiert und fängt dann an, mit dem Code den Code zu überarbeiten. Üblicherweise dauert das eine ganze Weile, ja, bis man den richtigen Code dann erstellt hat. Aber man wird mit der Zeit besser, ja. Und wie gesagt, ich fand ChatGPT deutlich leistungsstärker, wenn es darum geht, dann im Endeffekt auch einen Code zu generieren, der keine Fehler generiert und den man auch tatsächlich dann verwenden kann. Okay. Ich glaube, die Fragen habe ich alle. Ich muss noch mal kurz gucken. Ja, URL von GPT-4, die Frage hatte ich beantwortet. Insofern haben wir das, glaube ich, auch. So, ja, und dann zeige ich mal. Ich hatte ja zum Beispiel, hier hatte ich schon mal einen Code, den habe ich hier eingegeben, den haben wir aufgebaut und der hat dann in der Tat auch keine Fehlermeldung gegeben. Das ist jetzt hier nicht für einen Indikator, sondern für einen Expert Advisor. Also ein Expert Advisor ist eine automatisierte Trading-Strategie im Grunde, nichts anderes als das. Und der soll jetzt hier, er macht nichts anderes als einen Trade auslösen, wenn sich zwei gleitenden Durchschnitte schneiden. Ja, den habe ich hier schon mal hinterlegt in der Trading-Plattform nach dem Kompilieren. Man kann ich hier in die Chartanalyse gehen und sage zum Beispiel, ich will jetzt hier eine Einzelanalyse machen von der Effektivität von so einer Trading-Strategie, die zwei gleitende Durchschnitte sich anschaut. Und da gucke ich hier, jetzt kann ich mir jetzt zum Beispiel sagen, ich ziehe mir jetzt die Daten hier vom letzten Jahr rein. Ich will keinen Vorwärtstest machen. Ich will einen visuellen Modus, dass ich Ihnen auch zeigen kann, wie das Ganze dann aussieht. Und hoffentlich bricht er mich nicht zusammen, weil ich mute jetzt im Rechner schon ziemlich viel zu. Ah, und dann fängt er an, eben sich die Daten zu ziehen. Und in der Tat geht er dann hier durch. Er macht das dann, ich kann die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, Sie sehen halt, vielleicht sehen Sie es im Hintergrund mit diesen zwei roten Linien, das sind die zwei kleinen Durchschnitte. Und Sie sehen ja immer wieder, werden solche Trades hier ausgelöst. Und dann zeigt er mir halt, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich diese spezifische Strategie ist, die ich mir hier jetzt hier angeschaut habe. Die sieht nicht besonders erfolgreich aus. Wir haben, glaube ich, im Schnitt haben wir verloren. Das war ein 10.000er Account. Der geht auf 9.700, ist der runtergegangen. Gefällt mir also nicht. Da kann ich anfangen zu optimieren. Und da will ich dann gleich nochmal auf das Optimieren zurückkommen. Da ist auch eine echte Problematik, die dahinter steckt. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt nicht nur diese Einzelstrategie testen, sondern ich will eine Optimierung machen. Und bei der Optimierung kann ich dann zum Beispiel vorgeben, für die zwei gleitenden Durchschnitte will ich einen Strauß an Möglichkeiten testen. Der schnelle gleitende Durchschnitt kann 10 sein bis hoch 30 in Fünfer-Schritten, also 10, 15, 20, 25, 30. Der langsame gleitende Durchschnitt habe ich jetzt hier eben vorgegeben, starte mal bei 50 bis 200 in 50er Schritten. Es gibt eine gewisse Anzahl an Kombinationen, also 5 mal 4 Kombinationen, die ich hier testen kann. Und dann kann ich ihm sagen, probier mir das, ups, ich will keine Werbung haben, probier mir das aus, teste das mal durch. Ja. Und jetzt läuft er gerade, der Test läuft dann im Hintergrund ab. Und wenn er dann fertig ist, mit seinen ganzen, diese verschiedenen Parameter durchlaufen zu lassen, vielleicht habe ich ihm jetzt gerade ein bisschen zu viel zugemutet, dann zeigt er mir quasi für all, jetzt ist er fertig, zeigt er mir jetzt hier für all diese Kombinationen, ich weiß nicht, warum das so flackert, kann ich Ihnen sagen, ich glaube, er ist ein bisschen überfordert, zeigt er mir für all diese Kombinationen, was das Ergebnis ist bei diesen zwei gleitenden Durchschnitte über ein Jahr beim Euros-Dollar auf dem 1-Stunden-Chart hat er sich das angeschaut. So, dann hat er mir hier zwei Kombinationen gegeben, die erfolgreich waren, einmal ein 20er gleitenden Durchschnitt für den schnellen und ein 10er gleitenden Durchschnitt für den schnellen und 50er und ein 100er für den langsamen. Das hat die stabilsten Ergebnisse geliefert. Damit kann man jetzt natürlich noch nicht losgehen und sagen, ich will, kann jetzt unbedingt damit Geld machen. Aber so kann man anfangen, eben zu sehen, wo haben wir vielleicht robuste Bereiche bei unserer Trading-Strategie. Ich kann das hier auch mal anders visuell darstellen. Also was haben wir hier? Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gesehen haben. Jetzt habe ich hier, ich habe ja gesagt, es gibt einen schnellen gleitenden Durchschnitt. Den zeigt er mir hier auf der X-Achse an. Den 10er, 15er, 20er, 25er, 30er, 50er. Es gibt einen langsamen gleitenden Durchschnitt auf der vertikalen Achse, der 50er bis hoch zum 250er. Und er zeigt mir eben an, welche Kombinationen am besten funktioniert haben. Das sind die, die so dunkelgrün hervorstechen.
und welche Kombinationen weniger gut funktioniert haben. Das sind die, vor allem die, die so weiß vorstechen, da haben wir richtig Geld verloren. Also den Bereich hat er jetzt in dieser ganz simplen, wirklich einfach nur ein Beispiel, ja, in diesem ganzen Beispiel hat er jetzt gesagt, dass halt diese Kombination 20 und 100 und 50, hat man gesagt, 50 und 100, dass das uns die besten Ergebnisse liefert bei dieser ganz einfachen zweigleitenden Durchschnittestrategie. Ja. Und man kann dann natürlich sehr, sehr viel mehr machen noch. Ja, da können Sie anfangen, dann halt zu optimieren, oder Sie können sehr viel komplexere Analysen auch noch abfahren. Was gefährlich ist, und das war der Punkt, den ich unbedingt noch, der mir die ganze Zeit im Hinterkopf schwebt, was wirklich gefährlich ist bei der ganzen Geschichte, ist, dass man dann auch anfängt, so ein bisschen zu die Vergangenheit zu optimieren. Also was meine ich damit? Ja, Sie können, wenn ich jetzt, ich kann jetzt ewig dran rumfummeln und kann Ihnen quasi aufs letzte Jahr beim Euro ist Dollar eine Strategie dann definieren, die nicht nur 10.250 Profit macht, also 250 auf den Account gesehen, sondern die auf 1 Million hochgeht. Das sehen Sie vielleicht auch manchmal im Internet. Aber das ist nichts anderes, dass man einfach sich perfekt an die Vergangenheit anpasst, weil man ja schon weiß, wie die Kurse sich entwickelt haben, und dann einfach überoptimiert, das aber nichts mit der Zukunft zu tun hat, sondern es geht hier wirklich um, bei der Trading-Strategie geht es ja immer um Wahrscheinlichkeiten und Robustheit. Das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Nicht, dass hier einer sagt, oh, ich kann jetzt hier die Vergangenheit so weit optimieren, dass ich hier 1000% im Monat mache und das funktioniert dann auch im Folgemonat. Da wird das Ganze natürlich an seine Grenze kommen. So, ich gucke mal, ob noch Kommentare und Fragen kamen. Genau, die Zukunft ist immer neu. Also wie gesagt, wir waren ja schon recht heftig technisch unterwegs. Das Tool kann alles. Es kann MetaTrader 4, es kann MetaTrader 5. Ich muss es dem halt vorgeben. Ich kann jetzt aber hier sagen, Convert this Code into MT4. Und dann legt er gut los und sagt certainly, oder weiß, heißt ja nicht, dass der Code dann perfekt ist. Aber ich finde, was ich spannend finde, ist, dass diese Schwelle ja immer weiter weggeht jetzt. Eine Schwelle, die man überwinden musste, wo man entweder mit dem Programmierer zusammenarbeiten musste, was für viele eine Herausforderung war, oder Programmieren erlernen musste. Und das ist dann Programmieren erlernen, ist wie eine neue Sprache, aber wirklich eine völlig neue Sprache. Das ist schon ganz schön schwierig. Das würde ich sagen, lassen wir uns nicht, sollten wir uns nicht zumuten. Und ich würde jetzt nicht mehr erwarten, dass mir ChatGPT hier den perfekten Code liefert. Aber ChatGPT kann mir schon wirklich helfen, nochmal A, ein Problem zu strukturieren, B, den Research zu machen und C, anfangen, hier auch mit dem Thema Code viel besser umzugehen. Und vielleicht muss ich mal an der richtigen Stelle vielleicht nochmal einen Experten reinholen, der mir dafür sorgt, dass es wirklich funktioniert, weil da würde ich an Ihrer Stelle nicht Tage und Wochen verwenden, um den Code zu optimieren. Da ist Ihre Zeit vielleicht besser verbracht, die Strategie zu optimieren. Aber mit ChatGPT wollte ich Ihnen noch eine Sache noch mit auf den Weg geben. Und dann glaube ich, war es heute eine geballte Masse an Informationen. Da müssen wir, glaube ich, Richtung Zusammenfassung kommen. Eine Sache, die ich noch sehr bemerkenswert finde. Ups, habe ich jetzt hoffentlich nichts kaputt gemacht. Bei ChatGPT 4 ist, dass man halt ja auch noch diese Plugins-Thematik hat. Also was meine ich damit? Weil ich hatte ja, vorhin hatte ich ja noch angesprochen, hey, wir haben nicht die Möglichkeit, wenn jetzt irgendwie hinter einer Bezahl-Firewall Daten sind, die in ChatGPT reinzuziehen. Ja, wir haben ja gesagt, das Modell, das Erinnerungsvermögen endet im September 2021. Das ist ein super starkes Modell, aber wo kriege ich die aktuellen Informationen rein? Und vielleicht ist, was im Internet ist, nicht immer gerade die beste Information. Soll ja schon mal passiert sein, dass es bessere Informationen gegeben hat, wenn man dafür Geld ausgibt. So, und dann ist die Community da jetzt auch wirklich sehr, sehr umtriebig und hat diese Plugins angefangen zu Verfügung zu stellen. Also ganz spannend zum Beispiel finde ich schon mal Scholar AI. Scholar AI ist nichts anderes, als dass man hier peer-reviewte Research-Artikel in die Suche mit einbinden kann. Also ich kann quasi sagen, ich klicke das hier als Plugin ein, dann aktiviert er das und dann kann ich ChatGPT es eben sagen, suche in Scholar AI nach dem folgenden Thema. Und ich weiß nicht, was alles bei Scholar AI unter Lizenz ist, aber man hat auf jeden Fall mal eine ganz andere Datenbasis, die man abfragen will. Oder Golden zum Beispiel. Get current factual data on companies from the Golden Knowledge Graph. Also diese Datenbanken werden halt auch jetzt immer mehr gepflegt, weil man weiß, da ist Nachfrage da, ja.
wenn Golden, ich kenne die nicht, kann jetzt kein, nicht für die bürgen, aber wenn die in der Lage sind, hier eine riesen Datenbank aufzubauen, die echt tagesaktuell ist, zu Unternehmen, dann können sie dann auch sagen, ChatGPT, bitte nutze Golden und deinen eigenen Verstand, um eine Analyse zu machen von, sagen wir mal, der Automotivsektor im Vergleich zu dem Healthcare-Sektor. Was sind da die Aktien, die am besten performt haben? Sie können dem sagen, oder wenn ich jetzt hier Filter für RSI, SMA 200, mach hier mal einen Vergleich, mach mir ein Overlay und schau mir dazu irgendwie den Index XYZ an. Also da sind dann auf einmal Möglichkeiten da, die man vorher einfach nicht hatte. Oder das war sehr, sehr aufwendig. Ja. Also, es gibt hier Wolfram zum Beispiel, ist wirklich der Hammer. Ja. Wolfram ist quasi die Mathematik-Datenbank, die auch sehr viele Trading-Datenpunkte im Petto hat. Ja, wo ich auch gesagt habe, erstellen bei Wolfram habe ich zum Beispiel gesagt, jetzt machen wir mal einen Chart vom Euro ist Dollar fürs letzte Jahr, hat das Ding sofort erstellt. Und dann kann man halt auch sagen, guck dir also ich das folgende Finanzinstrument an und guck mal, ob da was Interessantes dabei ist. Und da kann man die AI so ganz gut in die Spur schicken. Nochmal, ist das dann schon jetzt der Heilige Gral? Nee, an der Stelle sind wir noch nicht. Aber stoßen wir hier eine neue Tür auf? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist keine Verkaufsveranstaltung für GPT, sondern es ist wirklich nur ich hoffe, dass wir hier ein bisschen demystifizieren und ein bisschen näher an das Thema rankommen. Und Sie sehen, da gibt es halt mittlerweile einen riesigen Fundus, 74 Seiten bietet er mir an Plugins, die ich nutzen kann. Nicht alle sind Finanzplugins, aber ich gerade im Business, in dem Finance-Bereich ist sehr viel Nachfrage da. Ja, und da ist natürlich schon klar, dass wo der Vorteil hier von dieser ChatGPT-4-Geschichte da ist. Ja, da kann man sich mittlerweile sehr viel mehr tagesaktuelle Daten reinziehen. Und ich will es einfach nochmal quasi mit dem Ausblick auch, vielleicht für das nächste Webinar, da muss ich nochmal alles ein bisschen runterdampfen und ein bisschen zusammenfassen. Ich will nochmal eine Sache so als Stichwort will ich Ihnen nochmal mit auf den Weg geben. Und zwar ist es Auto-GPT. Das ist dann schon die nächste Stufe. Auto-GPT ist der Gedanke, dass wir nicht einfach hier reingehen bei ChatGPT, eine Anfrage stellen, sondern dass wir die Maschine sehr viel autonomer ein Problem untersuchen lassen. Ja, und ich kann Ihnen sagen, das ist schon ein bisschen schwieriger, das einzurichten, aber selbst ich habe es als Nicht-Programmierer geschafft. Insofern müssen es Ihnen auch gelingen. Also das Clevere ist, wenn ich zum Beispiel jetzt hier Auto-GPT frage, Beispiel, help me find the best trading strategy for Euro-USD. Was der jetzt macht, das ganz spannend ist, er fängt erstmal an, das Problem zu definieren. Ja, also er sagt jetzt hier, ich mache als erstmal eine grundsätzliche Marktanalyse. Ich muss fortgeschrittene Algorithmen und Machine Learning verwenden, um profitable Trading Opportunities in Echtzeit zu erkennen. Ich muss den Markt monitoren. Ich muss mit anderen Tradern zusammenarbeiten oder andere Trader finden, die gute Gedanken haben zu dem Thema. Also ich komme nochmal zurück. Also die Maschine ist unglaublich leistungsfähig, wenn es darum geht, das Problem zu strukturieren. Er gibt mir auch seine Gedanken, wie er das jetzt weitermachen will, wie kann ich das analysieren, das ganze Thema. Er hat einen Plan aufgebaut, er kritisiert sich auch selbst. Ich muss sicherstellen, dass ich mich kritisch hinterfrage bei den ganzen Aktionen. Und jetzt sagt er mir, soll ich weitergehen? Und das war das, was ich vorhin meinte. Soll ich den nächsten Schritt machen? Ich kann jetzt einfach sagen, ja, geh mal einen Schritt weiter, den du mir hier vorschlägst. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht perfekt eingerichtet. Die Verbindung mit dem GPT-4 funktioniert, sollte eigentlich funktionieren. Jetzt im Moment hat er da gerade ein Problem damit. Aber ich sage ihm jetzt einen Schritt, geht jetzt einen Schritt weiter. Jetzt denkt er über die Problematik nach. Und das Coole ist wirklich, im Zweifel geht er ins Internet, versucht eine Lösung fürs Problem zu finden und wendet die an. Und ich kann ihm zum Beispiel auch sagen, ja, mach den nächsten Schritt und mach nicht nur einen, sondern mach 10 nächste Schritte. Ich meine jetzt nicht 10, ich meine jetzt einfach nur zwei. Oder ich sage, mach alle nächste Schritte, dann fängt er wirklich autonom an, sich selber Sachen beizubringen. Wenn er auf Probleme stößt, versucht er die zu lösen. Das wird nicht immer perfekt sein, wie gesagt. Aber Sie sehen auf einmal wieder, da wird schon wieder eine neue Tür aufgestoßen. Das User Interface ist beileibe noch nicht perfekt. Das ist jetzt mehr so was für Programmierer.
Aber das kann man ganz problemlos auch mit Sprache noch verbinden und da stellen sich halt, gibt es halt super viele Möglichkeiten, die sich auch aus dieser Anwendung ergeben. Der zum Beispiel kann auch sehr viel besser, dann kann man sagen, hier, ich habe einen Code für MetaTrader 5. Hilf mir mal auf diesen Code, da ist irgendwie der generiert immer Fehler. Mach mal, gib dir mal ein bisschen Mühe und verwende mal ein bisschen Zeit und 20, 30 Schritte alleine, um die Fehler in dem Code zu finden und zu verbessern. Ja, also da kann man das auch da nutzen, die Maschine, wenn man die in die richtige Spur schicken kann, dass sie da mehr autonom macht. Ja. Also ich hoffe mal, ich konnte die da ein bisschen für das Thema sensibilisieren, was es alles für Möglichkeiten gibt, den Bogen Richtung Trading spannen, ja, wo wir Anknüpfungspunkte sehen. Ich glaube, das Spannende ist wirklich, dass es einfacher zu handhaben ist, weil das Interface sprachbasiert ist, ob Sie das jetzt Text eingeben, ob Sie da mit dem Interface sprechen, das kann man auch recht einfach machen. Ich habe jetzt auch noch mal, ich hatte noch nicht mal versucht, Deutsch einzugeben, aber natürlich kann ein Language Processing Modell auch viele Sprachen machen. Dann können Sie auch in Ihrer eigenen Sprache, was auch immer die ist, können Sie mit dem Ding umgehen und da Feedback bekommen. Also ich glaube, wir sind hier wirklich an der Schwelle zu sehr viel Neuem. Es gibt auch problematische Stellen, hatte ich auch angesprochen. Ich hoffe, ich konnte mal so eine erste Einordnung vornehmen. Machen wir am nächsten Webinar weiter und gehen vielleicht auch nochmal auf ein paar konkrete Beispiele zurück, wie wir am besten sowas wie ChatGPT halt auch für Trading verwenden können. Super, also danke für das Feedback. Wie gesagt, das war ein völlig anderes Thema. Ich konnte aber trotzdem hoffentlich meine Begeisterung jetzt schon rüberbringen. Würde mich freuen, Sie bei dem nächsten Webinar auch willkommen heißen zu dürfen, gerade auch wieder zu diesem Thema. Und gerade ich sehe ja schon, der ein oder andere will jetzt auch ein bisschen mehr ausprobieren. Das würde mich auch Ihr Feedback und auch Ihre Erfahrungen dann sehr interessieren, was Sie so gelernt haben in den nächsten Wochen. Super. Wann kommt Teil 2? Gute Frage. Gehen wir kurz auf die Active Trades Webseite. ActiveTrade.de. Bin ja ganz begeistert, dass mein Rechner nicht zusammengebrochen ist. Ausbildung, Webinare, ich hoffe, das ist schon hochgestellt. Die nächsten Webinare, wo bin ich denn nochmal mit drin? 27. Juni, zweite Seite. MultiCoup, hier. Nee. Ah, das war Archiv. Sorry, jetzt bin ich ins Archiv gegangen. Also haben Sie ein Auge auf die. Hier, Artificial Intelligence, 2 von 2, 6. Juli sind wir wieder dabei. Also wenn Sie sich registrieren wollen, würde mich sehr freuen. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und viel Erfolg weiterhin bei allem und viel Gesundheit. Bis dahin, ciao.